hier unten sollten wir besser zusammenhalten. Hier entlang. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Na los, beeilt euch. Ich weiß nicht, ob es nun schlimmer oder besser wird. Wo beim Reich des Vergessens sollen wir denn hin? Wo ist der Ausgang? Ich werde euch töten! Ich hab doch etwas gehört, oder? Ich werde euch in Stücken sehen. Zeigt mir, was ihr könnt. Ich will das hier. Weg hier herausfinden können. Mal sehen, wo das hier hinführt. Sehen wir mal, ob wir einen Weg hier herausfinden können. Verdammt, da entlang geht es nicht zurück. Wir hatten noch Glück, dass das nicht über uns zusammengebrochen ist. Wir gehen besser weiter. Sicher finden die anderen ihren eigenen Ausweg.
alles erledigt. Das wird euch lehren, mich zu hintergehen. Was kommt denn jetzt noch? Klang? Hier entlang scheint das richtig zu sein. Alter, direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Vielleicht können wir uns an ihr vorbeischleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpeln wir sie. Geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Das war knapp. Das sieht wie der Ausgang aus. Ich fing schon an zu zweifeln, ob wir es jemals schaffen würden. Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Am nächsten liegt Flusswald. Mein Onkel ist der Schmied dort. Er wird euch sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Hört zu, ihr solltet nach Einsamkeit gehen und euch dort der kaiserlichen Armee anschließen. Jemanden wie euch könnten wir wirklich brauchen. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. Seht ihr die Ruine dort oben? Das Ödsturz-Hügelgrab. Als ich klein war, habe ich von dem Anblick immer Albträume bekommen. Drauger, die nachts den Berg hinunterschleichen und durch mein Fenster klettern wollen. Solche Sachen. Ich gebe zu, ich traue den Dingen immer noch nicht ganz. Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Na los, seht selbst! Ein Magier, hm? Tja, über Geschmack lässt sich streiten. Ich maße mir da kein Urteil an.
Hört zu, wenn ihr mich fragt, habt ihr euch eure Begnadigung bereits verdient. Aber bis wir uns das von General Tullius bestätigen lassen können, geht anderen kaiserlichen Soldaten besser aus dem Weg und vermeidet Komplikationen, in Ordnung? Es wird mir besser gehen, wenn wir erst im Flusswald in Deckung sind. Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast im Flusswald. Hier sieht es ja ganz ruhig aus. Kommt, da ist mein Onkel. Onkel Alvor, hallo! Hadwa? Was macht ihr hier? Seid ihr etwa beurlaubt? Bei Shoras Knochen. Was ist denn mit euch passiert, Junge? Steckt ihr in irgendwelchen Schwierigkeiten? Sprecht leise. Es geht mir gut, aber wir sollten hineingehen und reden. Was ist los? Und wer ist das? Sie ist eine Freundin, hat sogar mein Leben gerettet. Kommt, ich erkläre alles, aber wir müssen hineingehen. Gut, gut. Kommt herein. Sigrid wird euch etwas zu essen bringen. Dann könnt ihr mir alles erzählen. Ein Drachen! Ich habe einen Drachen gesehen! Was? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Drachen? Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Und ich habe Besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien anzuhören. Ihr werdet schon sehen. Es war mir. Sigrid, wir haben Besuch. Wir haben uns solche Sorgen um euch gemacht. Kommt, ihr beiden müsst hungrig sein. Setzt euch, ich bringe euch etwas zu essen. Also, Junge, was ist euer Geheimnis? Was macht ihr hier? Und wieso seht ihr aus, als ob ihr einen Streit mit einem Höhlenbären verloren hättet? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ihr wisst, dass ich General Tullius Wache zugeteilt worden war. In Helgen aufgehalten, als wir angegriffen wurden. Von einem Drachen. Ein Drache? Das ist lächerlich. Ihr seid doch nicht etwa betrunken, Junge. Mein Gatte, lasst ihn seine Geschichte erzählen.
Viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Dieser Drache kam und legte einfach alles in Schutt und Asche. Totales Chaos. Ich weiß nicht, ob es noch jemand lebend hinausgeschafft hat. Allein hätte ich es bestimmt auch nicht geschafft. Ich muss nach Einsamkeit zurück und melden, was geschehen ist. Ich dachte, ihr könntet uns helfen. Verpflegung, Nachschub, eine Unterkunft. Natürlich. Ein Freund von Hardvar ist auch mein Freund. Ich helfe gerne, so gut ich kann. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Aber ich brauche eure Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jarl. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Wie hat er ausgesehen? Hatte er große Zähne? Nun, ich sollte jetzt wieder an die Arbeit gehen. Ihr beiden könnt es euch ruhig bequem machen. Wie angenehm, wieder in einer freundlichen Umgebung zu sein, was? Was für euch tun? Hört mal, ich werde eine Weile hierbleiben. Von hier aus kommt ihr auch allein nach Einsamkeit. Ich würde euch empfehlen, nach Weißlauf zu gehen. Das ist einfach die Straße entlang. Von dort aus könnt ihr eine Kutsche nach Einsamkeit nehmen.
Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen, versteht sich. Mhm. Niemand? Habt ihr schon gehört? Das Flusswald-Handelskontor wurde ausgeraubt. Der arme Lukan ist sicher. Boden zerstört. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr? Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt. Ich glaube, ich habe noch ein paar alte Zauberbücher herumliegen. Wenn ihr noch mehr wollt, müsst ihr in die Akademie von Winterfeste gehen. Ich mache besser damit weiter, den Laden aufzuräumen. Was für ein Durcheinander. Vielleicht könntet ihr meinen dickköpfigen Bruder zur Vernunft bringen. Jetzt, wenn ich mich über euch ärgern muss, spiele ich euch einen Streich. Und nicht nur ein bisschen, sondern so richtig. Sein. Komm schon. Habt euren Meister gefunden. Ja! Ihr habt gewonnen! Ich ergebe mich! Ist da jemand? Gnade!
Los geht's! Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Ihr wollt mit mir reden? Nach allem, was ihr getan habt?